ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schaut mal, wenn ich hier habe. Das ist schon der nicht mehr kleine Krishna. Er ist, denke ich mal, ein ganz schöner Brocken geworden. Also der übersteigt schon eins, zwei meiner Katzen. Er ist super süß, er hat sich super eingelebt. Ich habe heute für euch etwas so, so exciting. Und zwar, ich habe heute für euch meinen Fenty Beauty Haul von Sephora und sogar einen kleinen Primark Haul mit kleinen Tools, die ich euch dringend zeigen möchte. Ich habe doch letztlich bei einem Haul euch diese marmorierten Sponges gezeigt. Die sind leider ausverkauft. Ich hole ihn mal geschwind, dann zeige ich ihn euch geschwind. Da bin ich auch schon wieder. Das sind diese Sponges hier. Die sind aus der Pure-Reihe. Ich habe jetzt vorhin mein Make-up damit aufgetragen. Die sind wahnsinnig gut, aber es ärgert mich einfach voll, voll schade. In Stuttgart gibt es überhaupt keine mehr davon. Also wenn irgendjemand von euch da draußen im Primark diese noch finden sollte, in diesem Doppelpack, schreibt mir bitte auf Instagram, weil ich würde mich sehr freuen, noch welche davon bekommen zu können. Weil ich finde es einfach mega schade irgendwie, weil die sind super weich. Tausendmal besser wie jeder Beauty Blender, den ich hatte. Und ich habe beim Primark einige Tools gekauft. Die wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Und zwar waren das erste, was ich gekauft habe, ein 12 Make-up Piece Make-up Sponge Set. Das sind praktisch ganz normale Sponge Sets, die ich jetzt halt langsam für Halloween noch benötige, weil ich einfach jetzt nicht, also ich möchte jetzt halt so Einweg-Sponges nehmen, weil ich halt einfach sehr, sehr viel Make-up trage. Ich habe jetzt auch die nächsten Tage praktisch dasselbe Make-up, außer jetzt mal eine andere Lippenfarbe oder so, weil ich halt heute ganz arg viele Videos für euch drehe, weil nächste Woche habe ich die komplette Woche Nachtschicht und somit habt ihr auf jeden Fall immer Videos von mir da. Es folgen auch noch ein sehr, sehr schönes Make-up-Tutorial, was ich hatte in Hamburg. Das habe ich sogar in einem Hotel gefilmt für euch. Also seid auf jeden Fall gespannt. Die nächste Woche wird auf jeden Fall richtig, richtig toll für euch. Dann habe ich natürlich noch einen Cosmetic for Less heute, der, ich denke mal, die Tage online kommt, vielleicht morgen. Also diese Woche wird ein bisschen anders hochgeladen. Also heute lade ich hoch, dann am Sonntag lade ich euch was hoch. Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Die nächste Woche müsste ich sogar hinkriegen. Auf jeden Fall habe ich diese Make-up-Sponge gekauft. Das sind diese ganz normalen, so ganz weiche, dann so Puffs und solche Kanten, weil ich finde es ganz cool, weil ich ja auch andere Leute schminken werde. Dann habe ich hier, noch ein paar Sachen. Dann habe ich mir einen Powder Puff for the Application of Face Powder. Da könnt ihr reingreifen und ich fand das ziemlich cool, weil ich habe das neulich bei der Party gesehen, eines meiner liebsten YouTuberinnen überhaupt, und die benutzt immer so Velour Puffs und ich fand das ganz cool. Sie drückt dann praktisch sich so das Puder ganz fein unter die Augen und ich habe hier das Cody Airspun und das ist auch eins der Puder, die wirklich eine ganz große Fläche hat. Deswegen finde ich das eigentlich ganz, ganz toll, dass es die jetzt auch gibt und die kostet nur 1,50 Euro dort. Davon habe ich mir allerdings zwei gekauft, denn dank diesem Fauxpas mit diesen super geilen marmorierten Schwämmchen habe ich mich einfach entschieden jetzt, wenn ich irgendwelche Tools finde, dass ich die gleich in größerer Menge kaufe. Zum Beispiel, ich zeige euch gleich auch noch ein paar andere Dinge, damit ich halt praktisch ein Backup habe, weil es ist sowas zum Kotzen. Dann habe ich mir was gekauft, was bei dem Make-up übrigens funktioniert hat. Ich habe dazu jetzt kein Tutorial, könnt ihr aber gerne haben, wenn ihr es möchtet. Ich habe da mit einer Palette geschminkt, eigentlich von Dose of Colors und einer Jovia's Place Palette. Also ich habe da jetzt nicht 5 Paletten benutzt oder so. Dann habe ich mir nochmal, ich habe davon schon 6 Stück gekauft. Das sind Make-up Artist Tapes. Das sind praktisch Tesa-Krebs, die es abreißen können, um praktisch so eine scharfe Kante zu ziehen. Ich habe die jetzt super, super oft benutzt und die sind wirklich, wirklich mega gut. Und Leute, ihr zahlt so viel Geld eigentlich dafür. Also ich bin hardcore begeistert davon. Ich benutze die auch wirklich häufig und auch mit echter Leidenschaft, weil die einfach super günstig sind. Ich hoffe, dass es halt auch nicht rausgeht. Dann habe ich mir ohne Scheiß einen Highlighter-Backup gekauft. Und zwar, ich habe diesen Highlighter Somewhere Over the Rainbow hier auf meinem Tisch gehabt vorher. Aber ich schicke den hier wieder rein. Ich habe den Primark Pure Highlighter mir gekauft. Und Leute, das ist so ein toller Highlighter. Ich habe ja heute bei Fenty Beauty geschaut und der Highlighter, der kommt dem schon verdammt nah. Also wenn ihr den Arctic Eyes noch bekommt, ich habe mir den jetzt als Backup tatsächlich gekauft. Nicht, weil ich denke, dass er leer geht, sondern einfach, weil ich Angst habe, dass der austrocknet. Dann kann ich wenigstens sagen, okay, ich habe jetzt noch einen Backup. Ich bin tatsächlich eine Backup-Käuferin. Also ich mache das gerne, dass wenn ich praktisch ein Produkt finde. Gerade bei Primark, Leute, unterschätzt es nicht, wie schnell praktisch gute Qualität erkannt wird. Ach so, apropos erkannt.
erkennt ihr, dass ich einfach die schönsten Augenbrauen dieser Welt habe. Ich habe mir gestern ich habe mir Permanent Make-up in Microblading Technik stechen lassen. Und zwar im Ombre. Und zwar habe ich jetzt einfach mal knallhart die coolsten Augenbrauen gekriegt. Meine sehr, sehr enge Freundin, die Leandra, hat mir die gestochen und die sind unfassbar schön geworden. Das ist jetzt ganz frisch. Ich habe jetzt heute, wie gesagt, eingekauft, weil heute ist der 7. und habe direkt mich hingesetzt, für euch gefilmt und hochgeladen. Also nur, dass ihr wisst, ich habe die seit gestern. Sehr schön, die werden noch ein bisschen heller, aber dazu wird es noch ein separates, großes Video geben. Nächste Woche, freut euch auf jeden Fall. Und dann, wie gesagt, habe ich noch ein zweites davon. Make-up-Tools, Leute, davon kauft euch bitte Backups, weil ich könnte im Schwall kotzen, dass ich diesen Schwamm nur noch einmal habe. Ich habe noch den anderen in einem normalen Grau. Ich werde damit sehr, also ich habe ihn schon x-mal gewaschen. Der lässt sich auch super waschen mit so einem Öl. Aber einfach ärgert es mich, ja. Dann habe ich mir was gekauft, was ich gesehen habe. Es ist zwar super eklig, aber ich habe mir einfach knallhart einen Mitesserkratzer geholt. Und zwar sind es diese Dinger. Da fahrt ihr praktisch mit dieser, ich zeige euch das mal im Ganzen. Ich habe mir auch zwei davon gekauft, weil die sind auch sehr, sehr teuer. Ich muss sagen, Primark ist ein so toller Laden. Ich liebe den Primark einfach dafür, dass er halt Sachen wirklich rausbringt, wo man sonst... Also ihr geht praktisch mit dem Ding hier praktisch über eure Nase, über eure unteren Kinnregion und könnt damit die Poren, also in den Poren die Mitessen rausdrücken. Es ist zwar was Ekelhaftes, aber ich muss euch sagen, das ist echt eine... Also ihr geht praktisch dann da so rein und holt euch praktisch den Dreck da raus. Ich habe mir das extra im YouTube angeguckt, dass das echt ein cooles Instrument ist. Es ist auch eigentlich sehr sanft. Danach gehe ich dann aber mit dem Toner drüber und danach ist eigentlich auch Ruhe. Und dann habe ich mir noch was geholt, und zwar Double-Sided Sponges, und zwar solche schmaleren, weil ich habe jetzt neulich gesehen, die Luisa Crushin benutzt so einen ähnlichen, nur in ganz groß von der Marke Beauty Blender, und ich habe mir halt gedacht, ich probiere jetzt mal den vom Primark aus. Und dann habe ich hier noch einen neuen Sponge vom, also ich muss euch ehrlich sagen, Primark hat wirklich eines der besten Tools eigentlich. Ich liebe die Primark-Sachen, weil die haben auch so geile Sponges. Ich habe mit einer Verkäuferin dort gesprochen, habe sie halt gefragt wegen diesen Schwämmchen, haben es aber leider nicht mehr finden können. Also sie hat auch im Lager geguckt, da war keiner mehr zu finden. Jetzt haben wir, oh, das ist ja mit dem Ständer. Ach, das ist ja cool. Das ist mit einem kleinen Ständerchen. Den schmeißt also bitte nicht weg, ich hätte jetzt was gemacht. Also da ist so ein kleiner Ständer dabei. Da könnt ihr dann euren Beauty Blender so reinstellen und ich werde den mal später nass machen, mal sehen, wie groß der wird. Dann habe ich mir noch eine Palette gekauft, weil ich nämlich neulich eine gekauft hatte. Ich will so ein bisschen so ein Make-up testen von Primark, weil ich ehrlich gesagt eigentlich oft sehr Gutes gehört habe. Da habe ich mir die Amber Passion gekauft. Das ist wieder dieses, wo ich euch gesagt habe, das ist dieser Huda Beauty Dupe. Die sind natürlich nicht alle sehr sauber, ja. Aber ich fand die Pigmentierungen damals von den anderen Paletten ziemlich gut. Habe auch mit der schwarzen schon was geschminkt. Ist super schön geworden. Und daher wollte ich das auch auf jeden Fall euch zeigen. Ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich diese da entdeckt habe. Ja? Ich zeige euch gleich in meinem Fenty-Tütchen diesen Lipbalm. Und zwar diese Lipstunners von... ich habe extra drei davon gekauft, weil die haben nur 3 Euro gekostet. Ich habe den Tester gerochen und der hat mir so gut gefallen, dass ich gedacht habe, okay, ich werde das mal ausprobieren, weil ich bin natürlich schon dankbar, wenn ich einen Gloss finde, ja. Also der sieht ja so, sogar die Formen sind von den Lipstunners irgendwie nachgemacht, seht ihr das? Jetzt bin ich mal gespannt auf, ne, der Applikator ist so ein Spatula oder was das ist einfach so ein ganz normaler. Das ist praktisch einfach so ein eigentlich ein Gloss, ja. Ich habe den, wie gesagt, ein paar Mal mitgenommen. Sieht sehr, sehr schön aus. Sieht aber dem von Rihanna verdammt ähnlich. Ich werde den auf jeden Fall mal auf den Lippen testen. Und jetzt zeige ich euch, was ich bei Fenty Beauty alles geshoppt habe. Ich habe auch, wie gesagt, in etwa eine Preisrichtung. Es war nicht billig. Also ich habe aber, das ist halt immer so, wenn ihr halt eine Marke habt, dass ihr halt praktisch viel davon kauft. Von Huda Beauty zum Beispiel, da steht, nächsten Monat möchte ich mir noch das Powder holen und auch die Foundation. Ich würde sie gerne testen. Und auf jeden Fall zeige ich euch jetzt liebend, liebend gerne, was ich hier geshoppt habe. So, ich habe, wie gesagt, eine gute Auswahl an Sachen von Fenty Beauty gekauft. Ich habe auch übrigens einen total neuen Lipstunner drauf. Die Lipstunners sind die schönsten Produkte, finde ich. Also ich liebe die. Also
Rihanna, ich zeige euch hier mal das Bild von dem Aufsteller. Ich fand den Aufsteller wunderschön. Es sind alle Produkte, die ihr überhaupt bekommen hättet können. Ich habe ja echt gedacht, dass es wieder so eine ausgewählte, also so eine Auswahl an Produkten ist. Aber es ist tatsächlich alles von Fenty Beauty und ich habe mich so gefreut. Das ist das Packaging. Also ich habe praktisch hier das Packaging und ich zeige euch den Lipstunner einfach mal. Also das Packaging finde ich unnormal schön. Ich schmeiße die allerdings alle weg. Die Lipstunners sind matte Lippenstifte, die super dünn formuliert sind. Die sind wirklich ultra dünn und die kommen halt einfach mal in einer so krass schönen Verpackung. Das ist auch der Lippenstift, den ich gerade drauf trage. Der ist nicht ganz kissproof, seht ihr das? Der ist aber trotzdem matt, aber dadurch, dass er ein bisschen Feuchtigkeit noch besitzt, finde ich ihn wirklich super angenehm. Der kostet so, ich glaube, 22, 23 Euro. Das ist noch der etwas günstigere, die Fabulous-Farbe packe ich davon. Der Lipstunner in diesem wunderschönen Uncensored Rot habe ich mir auch mitgenommen. Der hat drei, also ich hatte so eine gewisse Liste, aber ich bin natürlich, als ich davor stand, wieder völlig ausgerastet. Wie gesagt, ich finde das Packaging wunderschön. Und was sehr besonders ist an diesen Lipstunners, sind diese Applikatoren. Seht ihr das? Diese Applikatoren sind so perfekt, um in eurem Lippenherz zu malen. Und das ist ein derart perfektes Rot. Es trocknet sehr schnell. Also ihr könnt wirklich super präzise arbeiten. Aber das ist dieses Uncensored Rot. Guckt nicht bitte auf das Ausbluten. Das blutet bei mir nur aus, weil ich gerade furchtbar trockene Haut an den Händen habe. Das trocknet sehr, sehr gut. Also ich habe jetzt auch gar keinen Lip Liner benutzt. Ich habe jetzt praktisch die Farbe Uncensored und Uncuffed. Also ich habe jetzt extra die beiden mitgenommen. Ich werde mir aber jetzt schauen und nochmal nachfragen, weil eigentlich, da steht ja nicht Limited Edition. Das ist praktisch ein absolutes Classic Red, ein sehr blautoniges Red. Erinnert mich aber sehr an die Farbe Ariba von Colourpop mit der Ala Sarahi Kollektion. Also ich denke, das ist so ziemlich dasselbe Rot, wenn ich es finde. Ich guck mal geschwind. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es dem schon verdammt nahe kommt, wenn ich es finden würde. Würde. Ist das der? Ja. Das ist praktisch die Farbe, sorry. Das ist die Farbe Ariba. Und das ist auch ein matter. Und da könnt ihr eigentlich sehen, das ist dieser große, dass es so ziemlich dieselbe Farbe ist. Aber ich wollte auf jeden Fall diesen Lipstunner ausprobieren. Ich finde die Formulierung wahnsinnig schön. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm auf der Lippe. Dann natürlich habe ich die Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation, diese Pro Filter mitgenommen. Das Color Matching funktioniert im Sephora ruckzuck, sage ich euch. Die sind ja waren ja wohl alle auf dem Fenty Beauty Ding. Ich habe hier die Farbe 240. Fenty Beauty, ihr seht ja auch auf diesen Aufsteller, da gibt es wirklich hell, mittel und dunkle Hauttöne und dann ist es so ein bisschen separiert und ihr könnt dann praktisch schon in die richtige Segment laufen und dann praktisch nur noch euren Unterton finden. Kommt in einer wunderschönen Glasverpackung. Hat so, ich glaube, 32 Euro gekostet und finde ich auch vollkommen gerechtfertigt, weil die Foundation soll für ölige Haut wirklich revolutionär sein. Dann habe ich noch voll nett. Ich habe noch so ein paar, ich sag jetzt mal, Pröbchen bekommen von den Farben, die es noch gibt. Und natürlich von dem Primer. Das fand ich sehr cool, weil so kann ich den Primer auf jeden Fall mal austesten. Und habe das zweimal bekommen, weil ich halt sehr viel gekauft habe. Den Primer werde ich mir allerdings auch nochmal kaufen. Aber das werde ich jetzt nächste Woche irgendwann machen. Weil es ist halt wirklich viel. Also ich habe jetzt insgesamt für die Fenty Beauty Sachen knapp 160 Euro bezahlt. Für mich ist es aber ganz normal. Also ich habe wirklich auch ein bisschen was zurückgelegt. Ich habe jetzt 150 Euro mehr zur Seite gelegt, habe jetzt 162 bezahlt. Das ist jetzt halb so wild für mich. Dann habe ich mir noch einen Lippenstift mitgenommen. Die fand ich vom Packaging jetzt nicht so schön, weil ich habe mir gewünscht, dass die schwerer sind. Und zwar habe ich bei der Ala Alena, das ist praktisch auch ein ganz toller YouTube-Channel, die hat gestern noch so Kaufempfehlungen hochgeladen, habe ich diese Farbe gesehen. Und zwar, schaut mal, das ist diese Farbe Spank und da ist auch Fenty Beauty vorne drauf. Und schaut mal, wie cremig die sind. Die sind so cremig, Leute. Das ist eine unfassbar schöne Farbe. Das erinnert mich wie immer an meinen an mein Lieblingsprodukt von Jeffree Star. Und zwar
der Calabasas, wo auch immer der schon wieder versteckt ist. Ich habe den ja, Calabasas ist ja eins meiner absoluten Lieblingslippenstifte. Und muss euch echt sagen, der erinnert mich unfassbar an den. Der sieht wunderschön aus. Ist eine sehr cremige Formulierung. Ihr könnt auch im Sephora alles testen. Das ist auch überhaupt nicht verboten. Wie gesagt, ich fand halt einfach, das Packaging ist nur sehr leicht. Da kostet einer 17,99 €. Ich fand die Preise von Fenty aber wirklich in Ordnung. Also es war jetzt nicht too much. Dann habe ich mir natürlich die zwei Glosse gekauft, weil ich liebe Glosse. Vor allem gerade in der Nachtschicht finde ich die richtig angenehm. Da habe ich einmal den Fenty Glow. Das ist einfach diese Lippenbombe in dieser universellen Farbe. Und Leute, dieser Geruch, ich habe lange überlegt, nach was das riecht. Und so, wisst ihr aber, nach was das riecht? Das riecht nach diesen Schaumtierchen, die ihr essen könnt von Haribo. Diese Schaummäusle. So, ich zeige euch mal hier so eine Tüte. Auf jeden Fall, haargenau danach riecht es, 100%. Und ich habe mir auch, die hatten auch die ganz neuen Produkte von Fenty Beauty, also diesen Diamond Glow und so. Muss euch aber gleich vorwarnen, dass ich die Produkte nicht alle gut fand, sondern ich hatte von dieser Kollektion diesen Art Highlighter im Gesicht. Den fand ich nicht schön, weil er war voll Glitzer. Es sah irgendwie geil aus, aber das wäre jetzt nur was, wenn ich auf der Glow wäre, so ein Effektding oder so. Aber das wäre jetzt halt einfach nicht was für meinen Alltag und da würde ich es mir jetzt auch nicht kaufen. Dann habe ich hier die Farbe Diamond Milk. Der ist allerdings, der riecht genauso geil. Also ich muss euch sagen, die Produkte riechen alle gut. Also ich weiß nicht, die Foundation, der Lipstunner riecht halt nach einem Liquid Lipstick. Das, dieser leicht süßliche Geruch, aber mir stört er jetzt nicht oder so. Und was ich jetzt auch noch, den hatte ich jetzt eigentlich gar nicht vor mitzunehmen. Und zwar ist das ein Kilowatt Highlighter in der Farbe Mean Money und Hustle Baby. Ich wollte das erst gar nicht mitnehmen, weil ich einfach gedacht habe, na, ob ich das jetzt wirklich brauche. Aber ich habe den dann gesehen und geswatcht und ich zeige euch den mal. Ihr habt zwei Phasen. Ihr habt einmal einen sehr schlichten Highlighter. Da geht ihr jetzt einfach mal rein und dann tragt ihr den erstmal auf. Ich trage den jetzt einfach über meinen Highlighter auf, ja? So. So, jetzt tragt ihr das praktisch auf. Das ist so ein richtig subtiler Schimmer. Also ich habe vorher nicht viel drauf gehabt. Das ist so ein Schimmer, den ihr im Alltag tragen könnt. Und dann soll man scheinbar in die andere Farbe gehen und den einfach drüber geben. Seht ihr das? Also das ist so ein Aufbauprodukt, wo ihr sagen könnt, ihr könnt die... Unglaublich. Wow. Ihr könnt halt wirklich das Produkt komplett auftragen. Es ist auch wirklich ganz toll. Ich finde halt, ich habe mir das bei den Mädels angeguckt im Sephora. Der hat dich 33 € gekostet. Also ich muss aber sagen, ich würde jetzt auch nur eine Farbe kaufen, weil das ist jetzt nur, weil ich jetzt unbedingt das supporten möchte. Ich liebe diese, aber da können wir jetzt auch wirklich mal drüber sprechen, dass das mal hardcore dieselbe Verpackung, sogar die Größe der Verpackung ist dieselbe. Der Primark Highlighter ist schon sehr, sehr geil, aber der Fenty, muss ich sagen, der ist halt so schön schimmernd. Seht ihr das? Es ist nicht so, dass praktisch meine Pickel oder diese Hautunreinheiten, die ich habe einfach riesige Poren, dass sie so stark rauskommen. Aber es ist einfach ein wunderschönes Produkt und unfassbar angenehm auf der Haut. Ehrlich. Das war, wie gesagt, auch praktisch mein Fenty Beauty Haul. Ich hoffe, wie gesagt, dass diese Hauls einfach mega Spaß machen. Gerade diese Supplies, diese Sachen, die ich euch zeige, wie zum Beispiel vom Primark. Ich finde die mega gut. Ich weiß nicht warum, aber ich kaufe eigentlich meine ganzen Sachen nur noch bei Primark, was zum Beispiel meine Tools, Schwämme, Pinsel, sogar Pinsel. Die haben wirklich unfassbar gute Produkte und Kleidung habe ich jetzt auch gekauft. Da habe ich mir einige Shirts gekauft, weil ich halt für die Arbeit mir halt nachts übel kalt irgendwie, ja. Fenty Beauty, ich bin sehr, sehr dankbar Sephora Deutschland, dass praktisch die Sachen gekommen sind. Ich bin aber unfassbar begeistert, wie schön die einfach sind. Und ich habe, wie gesagt, zwei Glosses, zwei Lipstunners, dann das Make-up, ein Ding und noch einen Highlighter. Wie gesagt, das ist jetzt nicht viel für 160 €, aber wenn ihr zum Beispiel bei Marc Jacobs guckt, zum Beispiel, da zahlt ihr für die Foundation schon 50 € und da kriegt ihr halt praktisch noch einen Balm dazu. Ich bin wahnsinnig begeistert. Geht ganz gerne mal in Sephora und schaut euch das an. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag heute und genießt das schöne Wetter. Also hier in Stuttgart ist wirklich sehr schönes Wetter. Und wir sehen uns auf jeden Fall in meinem nächsten Video wieder.